Achieved with CryEngine. Hakanas, beacon of hope and strength for a people once divided. It is a wondrous kingdom, full of love and life. But corruption lurks in many places. Ruin's influence is vast and powerful. Bravery, conviction, hope. These virtues will be your guiding light in a time of chaos. For when His Majesty issues a call to arms, you must lead the kingdom to victory. Begin your journey. Battle the Titans of Ruin. Prove your valor. Ja, und da sind wir nun in der Charakterauswahl. Eigentlich müsste jetzt hier die Charaktererstellung sein, aber das Problem ist halt, dass ich das Ganze erstmal, ja, dachte, dass ich erstmal einen Charakter erstellen müsste und dann im Spiel das umsetzen, also umstellen muss. Das war allerdings nicht so, weil man könnte jetzt theoretisch hier schon auf Escape drücken, auf die Einstellungen gehen für denjenigen oder für alle diejenigen, die es jetzt bisher noch nicht wussten. Was mir aufgefallen ist, ich habe die Musik extra ausgestellt, trotzdem ist die Musik wieder angegangen, als ich gerade eben hier drauf geklickt habe. Das ist sehr verwirrend und natürlich auch tierisch nervig. Wenn man hier auf Grafik ganz nach unten scrollt, nee, was auf Grafik? Nee, auf Spiel, genau. Ich bin ja auch doof. Wenn man auf Spiel klickt und dann hier ganz nach unten scrollt, da kann man dann entsprechend die Sprache einstellen. Also das nur so als Hinweis am Rande, weil ich da nämlich jetzt doch sehr lange rumgewerkelt habe, wie das funktioniert, damit ihr das direkt auf Anhieb wisst, solltet ihr das Spiel spielen wollen. Ja, das ist mein erstellter Charakter, soll meine Main werden, vorausgesetzt, dass ich dieses Spiel etwas länger spiele. Im Internet ist es so ein bisschen komisch angegeben, also es soll ein MMO sein, andererseits soll auch PvP drin sein. Die einen sagen, es gibt PvE-Bereiche, wo man in bestimmte Bereiche halt eben nicht reingehen sollte, weil da auch PvP gilt. Die anderen sagen, das ist ein reines PvP-Spiel, also dass es quasi überall gilt. Also so richtig, ja, so richtig wissen tut es anscheinend keiner, obwohl sie es alle ja angeblich gespielt haben. Wir werden es trotzdem mal ausprobieren. Wenn natürlich hier dauernd nur irgendwelche PvP-Scheiße drin ist, dann tut es mir leid, dann spiele ich das Spiel natürlich nicht mehr. Weil wenn ich PvP spielen möchte, dann hole ich mir, keine Ahnung, irgendwelche Ballerspiele, wo ich die Leute abknallen kann. Dann hole ich mir kein MMO, weil ein MMO ist nun mal für die Leute da, um reinzugehen, zu questen, die Story zu erleben und so weiter und so fort. Und naja, einige Spielemacher scheinen das irgendwie nicht zu verstehen. Bei TESO ist es sehr schön geregelt, wie ja bestimmt viele von euch wissen, dass quasi das reine Spiel PvE ist.
Aber man kann theoretisch andere zum Duellieren auffordern, beziehungsweise diejenigen müssen das dann annehmen. Oder eben man geht in reine PvP-Gebiete. Und genau so sollte natürlich ein gutes MMO beziehungsweise MMO-PRG sein. Ja, wie gesagt, ich habe mir diesen Charakter erstellt. Ich gehe noch mal kurz auf neue Charaktereinstellung. Damit ihr das mal eben sehen könnt, wenn er denn nicht so laut wäre hier. Moment. Ich habe es jetzt was leiser gestellt, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so wirklich funktioniert. Also, wir haben einmal den Berserker. Der soll auch sehr, sehr einfach zu spielen sein. Wahrscheinlich, weil er sehr viel Kraft hat, nehme ich mal an. Gibt es in männlicher und weiblicher Version. Die Grafik jetzt hier aktuell ist irgendwie ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Aber im Spiel sah es jetzt vorhin besser aus, als ich kurz drin war. Dann gibt es noch den Wächter bzw. die Wächterin. Es gibt noch den Meuchler. Also es, ich glaube, von links nach rechts wird immer schwieriger, weil die ist jetzt nämlich auch schon schwierig zu spielen. Es ist im Grunde ein Assassine. Da gibt es noch einen Priester. Ich denke, dass das die Heilerin ist. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die jetzt spielen möchte oder ob ich wirklich die Magierin spielen möchte, die ich erstellt habe. Es gibt einen Hexer bzw. eine Hexerin, die würde mich auch sehr, sehr reizen, weil sie halt Feuermagie benutzt und das ist natürlich richtig geil. Dann gibt es noch den Waldläufer oder die Waldläuferin, das ist eine einfache Bogenschützin. Es gibt die Schwindlerin. Die gibt es allerdings jetzt wirklich nur in weiblich. Die soll auch sehr einfach zu spielen sein. Also hier unten sieht man ja auch alles nochmal die Werte. Könnten wir mal eben... Ja, der ist eindeutig stärker. Und das ist eben meine Main, die Magierin, die ich erstellt habe. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz, damit es nicht zu lange ausartet. Man kann hier verschiedene Sachen einstellen. Das sind so die Grundeinstellungen der Figuren, sage ich jetzt mal, die hier schon vorgegeben sind. Man kann sie auch sehr böse machen, sehe ich gerade. Da kann man so ein bisschen durchgucken. Das sind halt die Vorlagen. Dann kann man das Gesicht einzeln nochmal verändern. Da gehen wir mal ein bisschen näher zu ran, damit man das Ganze auch wirklich gut sieht. Also da hat man ja jetzt nicht so extrem viel Auswahl, aber man hat da doch schon recht gute Auswahl. Also ich kenne wirklich MMOs, die weniger Auswahl haben tatsächlich. Dann die Frisuren fand ich ein bisschen schrecklich, weil ich eben kurzes Haar oder schulterlanges Haar überhaupt nicht mag. Und das Einzige, was ich jetzt noch schön fand, waren im Prinzip die Haare. Die Haare, die habe ich ja jetzt genommen. Und der Rest ist dann... Naja, die sind noch in Ordnung, aber der Rest ist dann halt irgendwie so alles Kurzhaarfrisur. Die hier ist noch ganz süß eigentlich. Die sahen auch in Pink ziemlich gut aus. Aber die fand ich letztendlich da nicht so schön. Also da gibt es für die Langhaarfrisuren, es gibt schon Auswahl, aber sie sind halt alle nach dem gleichen Schema. Man kann sehr viele verschiedene Farben nehmen. Die fand ich unheimlich klasse. Die habe ich auch genommen. Die kann man dann auch dementsprechend verdunkeln. In dem Fall jetzt bis ins Schwarze rein. Ihr seht ja hier die Farben. Dann die Antennen, die Magierin in dem Fall auf dem Kopf tragen. Die kann man dann auch nochmal einzeln verändern. Oder halt eben gar keine, dass sie halt keine Antennen trägt. Aber ich fand es eigentlich ganz süß. Die Flügel kann man einzeln verändern. Das hat mich persönlich sehr begeistert, weil ich nämlich einen anderen genommen hatte und ich wollte unbedingt diese geilen Flügel haben. Und die kann man auch entsprechend nochmal vergrößern. Leider nicht in der Farbe ändern, weil den hätte ich geil gefunden in so ein Pink. Oder so ein Lila. Dann kann man hier nochmal generell so die Statur ein bisschen einstellen mit vorgegebenen Maßen. Die Haut kann man nochmal einstellen. Man kann also theoretisch auch komplett dunkel machen. Wobei das jetzt hier schwarz angezeigt wird und hier komischerweise braun. Das, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Das Gesicht kann man nochmal einzeln alles einstellen. Die Augenschatten...
Also die Augen habe ich ja zum Beispiel genommen, die fand ich irgendwie cool, so ein bisschen zombieartig. Und da kann man halt verschiedene Sachen tatsächlich nochmal auswählen. Sind auch nicht so viele, aber es sind doch schon ein paar schöne dabei. Die Augen selber kann man noch einstellen. Die Einstellung habe ich gewählt mit dem Universum drin. Man kann auch Herzchen zum Beispiel reinmachen. Sieht so ein bisschen blind irgendwie aus. Sternchen und ganz viele andere Sachen noch. Die fand ich auch persönlich ganz cool, diese Schlangenaugen. Den Mund kann man noch mal einzeln einstellen. Was mir persönlich aufgefallen ist, die Lippen. Ich habe die komplett schwarz gemacht und es kommt halt eben nicht wirklich ein Unterschied. Man sieht zwar hell und dunkel oder ein bisschen rötlich hier, aber ja, so richtig durch kommt die Farbe überhaupt nicht. Tätowierungen kann man einstellen. Ich habe aber bisher noch nicht rausgefunden, wo die Magierin die Tätowierung hat. Deswegen, ich habe sie mal drin gelassen, aber ich weiß es halt nicht. Und man kann die einzelnen Sachen noch mal extra. Ach, ich habe gerade die Brust gefunden. Ja, ich habe es natürlich vorher auf Englisch gespielt. Ja, so viel mehr ist das jetzt aber auch nicht. Da habe ich die Brust leider nicht gefunden. Also meine ist wahrscheinlich sehr flachbusig momentan. Im Gesicht kann man noch mal einiges einstellen. Die Augen kann man noch mal, ja, extrem viele Sachen letztendlich einstellen. Die Nase, den Mund. Die Antenne, na gut, da kann man jetzt nur die Größe einstellen. Hier ist jetzt gerade keine drin. Und die Flügel kann man eben auch vergrößern oder halt ganz klein machen, was irgendwie seltsam aussieht, finde ich. Also das ist schon recht cool. Ich gehe jetzt hier mal zurück. Alles schön und gut. Ich wollte eigentlich nur eben zurückgehen. Ich habe mir jetzt erstmal schon einen erstellt und dann gehen wir mit diesem Charakter, der ist ja schon ausgewählt, ins Spiel rein. So, man kann immer, wenn man einen Charakter ausgewählt hat, auswählen zwischen dem Standardmodus, also dass man das Ziel einmal anvisiert und dass man dann quasi mit der Maus hin und her läuft und mit den, ja normalerweise 1 bis 0 Tasten dann die Zauber wirkt. Oder man kann den Action-Modus nehmen, steht ja auch hier, actiongeladener Steuerungsmodus. Richte dein Fadenkreuz auf das Ziel und benutze die Steuerungstasten, um Fähigkeiten zu benutzen. Fähigkeiten können auch durch Hotkeys eingesetzt werden. Achso, können auch durch Hotkeys eingesetzt werden. Das ist gut. Ja, das finde ich persönlich schon cooler, weil ich das halt aus jedem MMO so kenne, bis auf Astelia. Also da muss man wirklich erstmal vorher anvisieren, was ich schon ein bisschen doof fand. Deswegen finde ich es hier gut, dass man sich das aussuchen kann. Und dementsprechend nehme ich das jetzt auch gerne mit. Hallo?당신이 하카나스를 지켜주세요. Und da sind wir nun. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt überhaupt sind. Aber ja, wir sind hier gestartet. Wir sollen rüberkommen. Ich schaue mich jetzt nur gerade so ein bisschen um. Also wir können uns drehen, ganz normal, wenn wir die Maus drehen. Wir können alles heranzoomen, was ich persönlich auch cool finde. Was ein bisschen blöd ist, dass ich jetzt den Zeiger hier mittendrin habe. Ich habe leider noch keine Funktion rausgefunden, wie ich die
UI ausschalten kann, um vernünftige Screenshots zu machen. Aber da werde ich mich definitiv auch noch mal hintersetzen. Werde noch mal in der Tastenbelegung nachgucken. Irgendjemand hat irgendwas gerade gemacht. Okay. Wir gehen jetzt erstmal zum Hohepriester. Du kannst die Fähigkeit jetzt nicht aktivieren. Ich dachte, ich sollte hier hingehen. Soll ich denn hingehen? Also, hier ist theoretisch auch eine Karte vorhanden, aber die kann ich jetzt hier noch nicht öffnen. Die starren jetzt irgendwie gerade alle dahin. Ach so, hier soll ich hingehen. Okay, man hat die Pfeile. Ich habe wirklich noch nicht gespielt. Also ich bin nur reingegangen wegen den Einstellungen vorhin. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll. I'm sorry. I failed. Rondo took her. Ach so, da unten steht auch noch mal. Oder auch nicht. We were taking the princess to a prophet. She was supposed to study Allura's relic to unlock its powers. The rain should have masked our tracks, but the Frostguard knew exactly where we were. This is the power you sold. Rondo! Stay away from the- Stay down, Tor. I'll be sure to make note of your bravery. Come, Princess. We have business. I won't let you take her! Also, es gibt keine Zeit zu verlieren. Macht euch in ein paar Kampfrunden mit dem echten Kampf vertraut. Dann sollten wir aufbrechen, okay? Wir folgen ihm jetzt einfach mal. Wir sind irgendwie doch sehr klein. Wie, wir trinken das nächste Mal was zusammen? Wieso darf ich nicht trinken? Wieso muss ich denn kämpfen? Sauerei. Ich muss den Stab nehmen, denke ich mal, ne? Nimm eine Waffe. Ja, ach so, mit F. Okay. Oder auch nicht. Hallo? Soll ich die Kadetten verprügeln? Ups, Entschuldigung. Ich wollte nur mal in die Maustasten ausprobieren. Gut, dass ich jetzt hier keinen erwischt habe.
Weil die Steuerung ist jetzt ein bisschen anders, als ich zum Beispiel von Teso gewohnt bin. Ah, okay, da kommen schon die ersten Opfer. Springen kann ich auch. Ah! Hui! Ich konnte zumindest gerade irgendwie so schimmernd springen, jetzt nicht mehr. Okay. Gebannte Feen sind das. Sehen aber nicht gerade wie Feen aus. Darf ich die platt machen? Die Kleinen. Ich dachte gerade die Großen. Kann ich da was einsammeln oder so? Nee. Okay. Doch, die ist aber schon cool, muss ich sagen. Also bisher. Oh, das war der Flächenangriff. So, ich sag doch, das waren die Opfer. Dann lass uns mal weiterlaufen. Welche Abklingzeit? Da unten ist doch gar nichts mit Abklingzeit. Moment, ich muss mal eben schauen. 7? Okay. Also, ich kenne das, wenn sie ruht, dass sie dann irgendwelche Werte wieder auflädt. Also, der Charakter. Ich denke mal, dass das auch sowas ist. Trainiere mit Tortus. Ja, wo müssen wir denn hin? Betrinken wir uns. Ja, kein Thema. Wohin? Eine Art Wesen ist aufgetaucht. Ja toll, da will man sich mal besaufen und dann kommt irgend so ein Wesen, was man bekämpfen muss. Also so geht das jetzt gar nicht hier, ne? So ein besoffener Wikinger auch noch. Mystische Kraft der der Shaolin, habe ich gerade schon gelesen. Oh, der war nicht klar genug. Wie lädt er sich immer wieder auf? War doch schon ein paar Mal jetzt fast kaputt hier. Lädt er sich tatsächlich immer wieder auf? Du Sackgesicht. So, halt, stopp. Ich kann nicht lesen, wenn du so schnell läufst. Noch ist nicht die Zeit zu befeiern. Ja, ich weiß, aber saufen will ich trotzdem. Das hört sich süß an. Was war das? Ich glaube, das waren meine Gegner, kann das sein? Aber das hört sich doch so süß an. Oder ist das nur die Umgebung? Ja, wir können gegen, also die können Gefährten gut brauchen, denke ich. Ja, toll. Alle nehmen sie hier die prachtvollen Pferde und ich soll das Dickerchen hier auf der Seite nehmen. Ein Küken oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Okay. Achso, ich soll fliegen? Oder? Ah. Okay, Space, das zu gedrückt halten. Dann geht's nach oben. Wie komme ich dann wieder runter? Nicht mit der Space-Taste. Okay. Achso, ich muss einfach nur nach unten fliegen. Okay. Jungs, wo müssen wir hin? Jungs und Mädels. Oder muss ich die gedrückt halten? Ah, ich muss die gedrückt halten. Ah, dann kann ich gleiten. Ist ja cool. Hui. Und nun? Okay, sie steigt automatisch ab. Sobald ihr das Tor durchschreitet, was wie? Seid ihr in H-Keins Kreuzweg? Okay. Ja, kann man sprinten? Nee, kann man leider nicht. Okay. Da muss ich dann nochmal gucken, auch eventuell, ob man auch gehen kann. Vielleicht gibt es dann doch eine Sprint-Taste. Kommt ihr auch mit? Oder soll ich hier alleine... Ach, ich... Ja, toll. Hört ihr die Geschichte von Tortus an? Ja, dann soll der doch mal mitkommen hier. Junge, was ist mit dir?
Eieiei, Männer heutzutage. Doppelt so groß wie der Rest der Menschheit, aber können nicht laufen, echt. Och komm, Alter. Ist das dein Ernst? Was war das? Oh, hi. Ja, ist immer schön, wenn in ein Spiel, was auf Deutsch sein soll, auf einmal alles auf Englisch reingeschrieben ist. Nicht so schnell, Leute. Ich kann doch gar nicht lesen. Hallo. Also ich muss jetzt schon mal sagen, sehr negativ finde ich, dass es keine deutsche Übersetzung gibt im Sinne von deutsche Sprache. Weil das hatte ich jetzt natürlich erwartet. Ich meine, immerhin ist es ein Spiel, was auf Deutsch gespielt werden kann. Wenn es denn nur eine Übersetzung gibt und keine Sprache, dann sollten sie aber zumindest das Ganze so lange drin lassen, dass man Zeit hat, mehr als die Hälfte der ersten Zeile zu lesen. Oder vielleicht die erste Zeile. Also das ist schon... Nein, ich will keine Neuigkeiten sehen. Was soll denn der Quatsch? Tägliche Belohnung? Kann nicht eingelöst werden. Ja, dann zeigt ihr mir auch nicht. So, wo bin ich jetzt? Keine Ahnung. Also, die... Da ist auf jeden Fall ein Spieler drin. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Karte oben. Das ist schon mal gut. Ich starte hier unten und weiß nicht genau, was ich tun muss oder wo ich hin muss. Ich soll einfach nur durchhalten. Na gut, ich würde sagen, da wir nur durchhalten müssen, werde ich mich jetzt erstmal aufs Ohr hauen. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.